Im letzten Spiel waren sie haushoch überlegen. Da dürfen wir gespannt sein, wie es heute läuft. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. Es gibt hier Einwurf. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Dennis Eckert, da kommt der Pass. Gute Aktion. Jetzt haben sie den Ball. Das macht er gut. Gutes Tackling, fair gemacht, und er hat den Ball. Schöner Steilpass. Klasse gespielt, guter Steilpass. Die Chance zum Tor, abgepfiffen. Fahne oben. Christiansen. Gefährlich. Was macht er draus? Und gibt's jetzt die Führung. Er trifft den Pfosten. Da verlieren sie den Ball. Kutschke. Ja, könnte was werden. Jetzt der Ballverlust. Vielleicht die Konterchance. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Da sind Mitspieler frei. Dennis Eckert. Schönes Zuspiel. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Kann er was draus machen? Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Christiansen. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Der Ball kommt. Könnte die Führung werden. Und er behält die Nerven. Tor! Wichtige Aktion. Jetzt liegen sie hier vorne. Jetzt haben sie das Spiel erstmal im Griff. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ja, da ist Platz jetzt. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Der Ballverlust. Ja, mit viel Übersicht. Schade, Ball ist weg. Da lässt er den Gegner aussteigen. Könnte der Ausgleich sein. Klasse dazwischen gegangen. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Klasse Pass. Dennis Eckert. Ingolstadt bekommt den Elfmeter. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Jetzt ist der Platz da.
Jetzt der Schuss. Ein Tor nach dem anderen. Doppelschlag jetzt. Oh, was ist das hier für eine Begegnung? Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Tolles Zuspiel. Jetzt ist es gefährlich. Dennis Eckert. Kutschke. Jetzt schießt er. Das war knapp. Elegant gelöst hier. Oh, viel Platz jetzt. Da ist jetzt alles frei. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. 3:1 heißt es also jetzt. Klasse Zuspiel. Es geht manchmal um Zehntelsekunden. Hier war zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Kutschke. Gute Aktion. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Brillant gemacht. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Er gibt das Foul und Freistoß. Da verlieren sie den Ball. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Viel Platz jetzt auf außen. Und zur Pause können wir uns, ob sie hier noch was anbrennen lassen. Durchgang 2 läuft. Auf außen ist jetzt Platz. Ja, der Schuss jetzt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Wichtig, er holt den Ball. Da sind hier alle begeistert. Was für eine Parade. Super, wie er den rausfischt. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, der nächste tolle Pass. Kutschke. Kann er was draus machen? Kommt jetzt die Flanke rein. Klasse Pass. Endlich kann er sich heute mal auszeichnen. Einwandfreie Parade von ihm. Gut, dass er heute auch mal ein Erfolgserlebnis. Jetzt vielleicht. Tor ist leer. Was für ein Tor. Sie liegen deutlich vorn. Kutschke. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Schöne Aktion. Da klatscht der Ball an den Pfosten. Viel zu hören ist hier nicht mehr. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Super Einsatz. Er holt den Ball. Super durchgesetzt. Der Ballverlust. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Haben wir nicht vor dem Spiel noch alle gesagt, dass wir hier ein ganz enges Ding erwarten, Buschi? Ja, so kann es kommen. Ne? Da kannst du noch so viel analysieren, kannst Experten befragen. Am Ende, Achtung, ist es die Tagesform. Jetzt ist es gefährlich. Schöne Flanke, ein fantastisches Tor. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Kutschke. Gut durchgesetzt, gefährlich. Jetzt schießt er. Da ist das Tor.
Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Da hat er klasse gearbeitet. Kutschke. Dennis Eckert. Was macht er draus? Das macht er gut. Die Riesenchance. Phänomenal. Ohne Worte. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. Das ist eindeutig heute. Zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Dennis Eckert. Christiansen. Guter Pass. Kann er was draus machen? Gefährlich! Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Und sie verkürzen nochmal. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Am Ausgang des Spiels ändert das wahrscheinlich nichts mehr. Trotzdem, die Fans freuen sich über diesen kosmetischen Eingriff ins Ergebnis. Ja, vielleicht ist es auch schon so etwas wie Galgenhumor, wie Schadenfreude, keine Ahnung. Vielleicht sollte man so weit nicht gehen, aber Fakt ist, dass sie heute nicht unbedingt ihre beste Leistung gezeigt haben. Jetzt kommt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Da ist die Flanke ins Zentrum. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Schön dazwischen gegangen. Dennis Eckert. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Klasse Pass. Super Zweikampf. Den Ball hat er. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Gute Aktion. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Und jetzt die Chance. Ecke in den Strafraum. Ganz stark abgeblockt. Ecke kommt rein. Ball kommt nicht an. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Oh, das könnte was werden. Gutes Timing. Wichtig, dass er da rausgekommen ist. Und es bleiben noch 5 Minuten. Da verlieren sie den Ball. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Das Spiel ist durch, da lege ich mich fest. Und sie gewinnen hier dann auch verdient. Sie waren einfach überlegen. Jetzt vielleicht. Toller Pass. Weiter gefährlich. Sie verlieren den Ball. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Und jetzt die Chance. Stark, das war's mit der Chance.